Eine Wurzelkanalbehandlung kann etwa ein Viertel eher viele Menschen eine Notwendigkeit sein, um Zahnschmerzen zu lindern und die Gesundheit ihrer Zähne zu erhalten. Allerdings kann in die Kosten etwa ein Viertel eher eine solche Behandlung oft hoch sein, insbesondere in Europa. In der Thai-Viertelkei hingegen sind die Preise etwa ein Viertel eher zahnärztliche Behandlungen im Allgemeinen niedriger, was viele Patienten dazu veranlasst, sich etwa ein Viertel eher eine Wurzelkanalbehandlung in der Thai-Viertelkei zu entscheiden. In diesem Video werden wir die Preise etwa ein Viertel eher eine Wurzelkanalbehandlung in verschiedenen europäischen Ländern und in der Thai-Viertelkei vergleichen, um zu sehen, ob es wirklich einen Preisunterschied gibt und ob es sich lohnt. Etwa ein Viertel eher eine Wurzelkanalbehandlung in die Thai-Viertelkei zu reisen. Wurzelkanalbehandlung in Europa, Preise im AO-Überblick. In Europa variieren die Preise etwa ein Viertel eher eine Wurzelkanalbehandlung je nach Land und Zahnarztpraxis. In Ländern wie Deutschland, der Schweiz oder den Niederlanden kann in die Kosten etwa ein Viertel eher eine Wurzelkanalbehandlung leicht mehrere hundert Euro betragen. Dies kann etwa ein Viertel eher viele Menschen mit einem kleinen Budget eine finanzielle Belastung darstellen und sie davon abhalten, die notwendige zahnärztliche Behandlung zu erhalten. In Ländern wie Spanien, Italien oder Frankreich sind die Preise im Allgemeinen etwas niedriger, aber immer noch höher als in der Thai-Viertelkei. Es ist wichtig zu beachten, dass die Qualitätsstandards etwa ein Viertel eher zahnärztliche Behandlungen in Europa in der Regel sehr hoch sind und man sich darauf verlassen kann, dass man eine professionelle und hochwertige Behandlung erhält. Allerdings kann dies auch zu höheren Kosten etwa ein Viertel rennen, die sich nicht jeder leisten kann. Wurzelkanalbehandlung in der Thai-Viertelkei, Qualität zum kleinen Preis. Die Thai-Viertelkei hat sich in den letzten Jahren zu einem beliebten Ziel etwa ein Viertel eher zahnärztliche Behandlungen entwickelt, da die Preise hier im Vergleich zu Europa deutlich niedriger sind. Eine Wurzelkanalbehandlung in der Thai-Viertelkei kann je nach Zahnarztpraxis und Standort oft nur einen Bruchteil dessen kosten, was man in Europa zahlen war ein Viertel erde. Dies macht die Thai-Viertelkei zu einer attraktiven Option etwa ein Viertel eher Menschen mit einem kleinen Budget, die dennoch nicht auf qualitativ hochwertige zahnärztliche Versorgung verzichten möchten. Thai-Viertelkische Zahnärzte sind in der Regel gut ausgebildet und werfen ein Viertel gen A ein Viertel BER modernste Technologien und ausra ein Viertel Stungen, um ihren Patienten die bestmögliche Behandlung zu bieten. Viele Zahnarztpraxen in der Thai-Viertelkei sind auch auf internationale Patienten spezialisiert und bieten einen umfassenden Service, der auch die Organisation von Unterkunft und Transport umfassen kann. Vergleich der Preise: Ist eine Wurzelkanalbehandlung in der Thai-Viertelkei wirklich gar ein Viertel günstiger? Um zu sehen, ob es wirklich einen signifikanten Preisunterschied gibt, haben wir die Preise etwa ein Viertel eher eine Wurzelkanalbehandlung in verschiedenen europäischen Ländern und in der Thai-Viertelkei verglichen. In Deutschland kostet eine Wurzelkanalbehandlung durchschnittlich etwa 400 bis 600 Euro pro Zahn, während in der Thai-Viertelkei die Preise im Durchschnitt zwischen 100 bis 200 Euro liegen. Dies zeigt deutlich, dass eine Wurzelkanalbehandlung in der Thai-Viertelkei tatsächlich wesentlich gar ein Viertel günstiger ist als in Europa. In der Schweiz kann eine Wurzelkanalbehandlung bis zu 1000 Euro kosten, während in der Thai-Viertelkei die Preise zwischen 150 bis 300 Euro liegen. In den Niederlanden kann in die Kosten etwa ein Viertel eher eine Wurzelkanalbehandlung ebenfalls mehrere hundert Euro betragen, während in der Thai-Viertelkei die Preise im Durchschnitt um die 150 bis 250 Euro liegen. Es ist also klar, dass eine Wurzelkanalbehandlung in der Thai-Viertelkei eine kostengar ein Viertel günstige Option ist, insbesondere etwa ein Viertel eher Menschen mit einem kleinen Budget. Fazit: Ist es sinnvoll, etwa ein Viertel eher eine Wurzelkanalbehandlung in die Thai-Viertelkei zu reisen? Insgesamt lässt es sich sagen, dass eine Wurzelkanalbehandlung in der Thai-Viertelkei eine attraktive Option etwa ein Viertel eher Menschen mit einem kleinen Budget ist, die dennoch nicht auf qualitativ hochwertige zahnärztliche Versorgung verzichten möchten. Die Preise etwa ein Viertel eher eine Wurzelkanalbehandlung in der Thai-Viertelkei sind im Vergleich zu Europa deutlich niedriger, was viele Patienten dazu veranlasst, sich etwa ein Viertel eher eine Behandlung in der Thai-Viertelkei zu entscheiden. Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass man bei der Wahl einer Zahnarztpraxis in der Thai-Viertelkei darauf achten sollte, dass die Qualitätsstandards eingehalten werden und man eine professionelle und zuverlässige Behandlung erhält.
Es kann auch hilfreich sein, sich im WOR aus A1/BER die Erfahrungen anderer Patienten zu informieren und gegebenenfalls eine Empfehlung von einem Vertrauens-A1-Reise- oder Gesundheitsdienstleister einzuholen. Insgesamt kann gesagt werden, dass es durchaus sinnvoll sein kann, FA1/R eine Wurzelkanalbehandlung in die TA1/Kai zu reisen, besonders wenn man Kosten sparen möchte. Mit der richtigen Planung und Vorbereitung kann man in der TA1/Kai eine hochwertige zahnärztliche Versorgung zu einem Bruchteil der Kosten erhalten, die man in Europa zahlen mag.